herzliches Willkommen in unserem schönen Museumsdorf Döppel. Für die, die mich noch nicht kennen, will ich mich erst einmal vorstellen. Also ich bin die Märchenhexe Silberzweig, stets zu Diensten, wenn es um Märchen geht, denn ich hexe Märchen. Für groß und für klein, für dick und für dünn und für arm und reich. Und für die, die in Düppel sind und für die, die nicht in Düppel sind. Seitdem uns ein kleines Lebewesen mit Kronen das Leben zur Hölle macht, kommen keine Kinder mehr. Ich kann keine Märchen mehr erzählen. Alle bleiben sie zu Hause. Die Spielplätze sind geschlossen. Die Kinos sind geschlossen. Die Museen sind geschlossen. Und auch unser schönes Museumsdorf. Ja, ich brauche ein Taschentuch. Ich kann keinem Kind mehr Märchen erzählen. Und ich bin ganz alleine. Und ich, mein guter alter Freund, Gaukler Asteroid Heller, kann herkommen. Der ist auch zu Hause, weit entfernt von hier. Und denkt sich neue Gaukler-Tricks aus und trainiert den kleinsten Artisten der Welt, Luigi Fungi. Vielleicht fragt ihr euch, was die Märchenhexe Silberzweig den ganzen Tag so alleine macht. Naja, ich bin auch zu Hause. Ich flieg nicht aus. Und den Besen habe ich an den Nagel gehängt. Aber damit eine alte Hexe wie ich nicht einrostet, da muss sie spazieren gehen. Und ich gehe jeden Tag spazieren. Gerade wollte ich mich auf den Weg machen. Wollt ihr vielleicht mitkommen? Meine Bienchen. Oh, ihr wunderlieben, süßen Tierchen. Jedes Mal, wenn ich hier an meinem Lieblingsplatz, dem Dorfteich, vorbeikomme, dann schaue ich nach den Bienchen, seht nur, wie sie fliegen, wie sie summen. Ihr fragt euch vielleicht, was die Bienen an unserem Dorfteich tun. Nun, der Honig, der für den Vorrat in den Waben eingelagert ist, der muss mit Wasser verflüssigt werden, damit die Bienen ihn zu sich nehmen können. Und da holen spezielle Bienen das Wasser und sie werden Wasserträgerinnen genannt. Hört ihr, wie sie summen? Wenn ich meinen täglichen Spaziergang mache, dann gehe ich nicht nur an den Dorfteich, sondern komme auch in unseren schönen Wald. Hört ihr die Vögelchen singen? Das ist so schön und entspannt mich ungemein. Und manchmal umarme ich sogar einen Baum.
ganz Düppel ist voller Tiere. Wenn mein Märchen-Hexenspaziergang vorbei ist, dann koche ich mir einen Märchen-Hexentee. Stark muss er sein, heiß muss er sein, dann wärmt er ordentlich meine alten Hexenknochen. Und nach einem Mittagsschläfchen studiere ich das uralte Märchen-Hexen-Zauberbuch. Damit ich euch wieder neue, märchenhexenspannende Geschichten erzählen kann. Ist ja schon so spät, Märchenhexenteezeit. Bleibt schön gesund. 1, 2, 3, der Hexenspaziergang ist nun vorbei.